Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis. Das, was du gerade ansprichst, so Real-Time-Dashboarding mit Power BI oder anderen Tools in solchen Board-Meetings, ist ja auch nichts anderes als eine Simulation. Absolut. Und in Real-Time. Und da würde, glaube ich, keiner sagen, okay, das funktioniert bei uns nicht. Ne? Am Anfang, als wir 2018 angefangen haben mit Escape Rooms, habe ich auch noch so den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, bei uns wird gearbeitet, hier spielt man nicht und so. Ne? Ja. Aber diese Attitude hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verändert, ne? Weil wir jetzt inzwischen alle deutlich mehr mit digitalen Tools arbeiten. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass wir da einen Fortschritt haben in der Wahrnehmung von solchen spielerischen Formaten. Oder wie siehst du das? Absolut. Also die Wahrnehmung, ich glaube, das zieht sich auch so, ich glaube, manchmal ist es auch so ein Generationsthema noch. Okay, gibt es Vorbehalte gegenüber solchen, ich glaube, ob du das jetzt Escape Room nennst oder wenn einer schon hört, ne, wie du es gerade beschrieben hast, spielerisches Lernen, ja, was soll das denn sein? Und ne, Arbeit muss ja immer wehtun. Das könnte ja auch ein Glaubenssatz bei manchen im Business sein. Nee, es kann auch Spaß machen, ja. Und ein Job kann auch, so also wie ich zum Beispiel meinen empfinde, wirklich erfüllend sein, ja. Also, dass ich denke, wow, da stehe ich genau hinter und ich treibe die Dinge sehr selbstbestimmt, an die ich auch selber glaube und laufe nicht please your manager irgendeinem hinterher, den ich versuche, Hauptsache, er bleibt ruhig. Ne? Mhm. Auch so ein Thema. Ne? Also ich glaube, da sind wir auch in so einem Paradigmenwandel, weil diese Systeme, die wir da haben, also diese gerade so große Organisationen, wie wir das jetzt sind, wir haben einen gemeinsamen, also wenn es einen Feind gibt, ist es die Komplexität da draußen und diese ständig sich ändernden Anforderungen. Mhm. So. Und wie kannst du dich besser darauf vorbereiten, indem du selber das übst? Du hast eine zeitliche Begrenzung, du hast Informationen, die du schnell bearbeiten musst. Wir wissen alle, dass wir heutzutage nicht daran leiden, dass wir keine Informationen haben, sondern dass wir die Verarbeitung der vorhandenen Informationen in die richtigen Kanäle lenken müssen und da auch wirklich schauen müssen, immer wieder überprüfen müssen, wo ist eine Bias, könnte eine Bias von uns drin sein. Und das gilt sowohl für die Leute, die zum Beispiel Informationen bereitstellen, dass die halt ganz genau wissen, da machen ja dann noch Prozesse wieder Sinn und da machen auch wieder Algorithmen Sinn, die ausgefeilt sind, dass die eine hohe Qualität haben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir als Menschen darauf vorbereitet sind, unsere Gehirne auch immer noch anzuwenden, wenn es mal stressig wird, weil wir ja alle wissen, wenn wir in einer Stresssituation sind, schaffen wir es halt nicht mehr so gut, unseren präfrontalen Kortex anzusteuern. Ich vermute mal, da wird es auch Ergebnisse dann geben in den Studien, die ich ja mega interessant finde, also auch mehr darüber zu erfahren, dass wir versuchen, ne, deswegen komme ich immer wieder auf psychologische Sicherheit. Das ist eigentlich so ein bisschen der Schlüssel. Ne? So spätestens seit Google, Aristoteles Projekt wissen wir, Number One Faktor für High-Performing Teams. Ja? Ja. So, schaff die Situation, mach das irgendwo klar, dass du hier in so einem sicheren Raum bist und dann lass die Leute kreativ wirken und lass die wirklich alle ihre Gehirnzellen, die sie da haben, lass die mal alle daran und dann kommen in der Regel gute Lösungen raus. Ja, ich glaube, was du ja auch machen kannst, du kannst nicht alles über Technik regeln oder über Technik steuern, aber du kannst ja auch Verfahrenshinweise geben und was wir beispielsweise auch gemacht haben, ist so Sachen wie lasst jegliche Hierarchie aus dem Raum, ihr seid ein Team, alles gleichberechtigt. Das ist ja auch ein Beitrag zum Thema Psychological Safety. Mhm. Und dass die Menschen verstehen, hey, wir sind hier jetzt alle gleichberechtigt, ziehen an einem Strang und nur als Team können wir das Problem, was uns gestellt ist, lösen. Das ist ja auch völlig egal, um was für ein Szenario es sich handelt. So wie bei euch um eine fiktive Gewinnwarnung damals oder um eine Cyberattacke, wo jemand versucht, mit Ransomware deine Daten zu verschlüsseln. Bedrohungsszenarien gibt es leider Gottes heutzutage sehr viele realistische. Ja, leider. Mhm. Und wie du es gesagt hast, dann muss man die simulieren, um zu lernen, wie man sich dann im Ernstfall verhält. Und ich persönlich glaube auch, dass das wichtiger ist, als irgendwelche super tollen, 100 Seiten umfassenden Risikomanagementpläne im Schrank zu haben. Ich meine, die kann man auch verarbeiten. Absolut. Ne? What if? Ja. Damit man weiß, in welche Richtung man läuft und es quasi im Unterbewusstsein schon fast richtig abläuft. Mhm. So wie bei der Gebäuderäumung, bei Safety, ja, im Brandfall, Absolut. Müssen natürlich die Leute fast schon unterbewusst richtig funktionieren. Aber das hinzukriegen, da habe ich halt auch gelernt, dass das Spielerische
die Leute einfach mehr motiviert. Also für mich als Absolut. Unternehmensberater, ja, war es einfach mega, den ersten Escape Room zu machen und zu sehen, Leute haben Funkeln in den Augen. Wenn du jetzt einen Business Case rechnest, ja, in Finance, ist es vielleicht seltener der Fall, dass die Leute einen Es Funkeln in gibt den auch Augen haben. dort, da gibt es auch Menschen, die Funkeln in den Augen haben, sicherlich. Ja? Und das ist auch völlig fein. Ja? So, aber du sprichst das Richtige an. Ich glaube, dass wir sofort, das ist ähnlich auch, wenn du kannst ja auch Lernspiele oder Lernen mit Sport verbinden, du Ja. kannst ne, mit Musik verbinden. Ne? Ich glaube, dass Mit Passion, mit etwas, was die Menschen bewegt als Thema. absolut, ja. Ja. Und der eine geht in die Richtung, der andere in die Richtung. Und das ist halt, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du so einen Moment kreierst, wo die Leute jetzt wirklich auch Lust haben, okay, das Ding möchte ich jetzt aber knacken, ne? Und das möchte ich jetzt lösen. Und wie kriegen wir das jetzt hier am besten hin? Ne? Und ich glaube, deswegen, dieser Escape Room, also dieses ganze Framing, was wir ja auch immer drumherum machen, bei der Einführung. Ne? Du hast zum einen diese Sachen, du hast dieses Mission Statement, auf der anderen Seite, hey, lass mal deine ganze Rolle da, die bringt dir auch jetzt hier nichts. Jetzt geht es erstmal nur darum, da sind so ein paar Rätsel. Und das ist ja das Schöne an der Mischung, dass du halt die fachinhaltlichen Dinge hast. Und dann wirst du wieder auf einer ganz anderen Ebene Sowas wie angesprochen. das hier, ne? Ja, Haben genau. wir das bei euch eigentlich damals verbaut? Cryptex, Also ja. so Kryptoscheiben, ne? Da muss Ja. man halt die richtige Kombi finden. Was mich persönlich bei den Spiele, also bei den Entertainment Escape Rooms so irgendwann gestört hat, ist, dass du gefühlt 500 Schlösser öffnest in einer Stunde. Also Ja. das heißt, ne, also da wird es Ja, irgendwann auch genau. langweilig, Genau. aber. Nee, das ist ein Punkt. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Also ich war jetzt auch länger nicht mehr in so einem Ja. Entertainment Escape Room. Aber das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ne? Dann denkst du, okay, jetzt hier Schloss Nummer 15, ja, okay, jetzt musst du wieder einen PIN-Code finden. Genau, und da hatten wir echt eine gute Variation drin. Ne? Und das fand ich auch, deswegen ist das ja so schön, das auch mit Business-Themen zu Kombinieren. verheiraten oder einfach zu kombinieren, weil du dadurch und dann hatten wir, ne? Wir hatten dann auch damals, hey, sollen wir zum Beispiel über Persönlichkeitsprofile was Ja, machen? richtig. Also ein Off-Topic für einen Menschen, vielleicht für einen Finanzexperten, ja. Aber hey, spielt in jedem Businessleben eine Rolle. Kommunikation, das A und O, auch hier heutzutage. Okay, wie spreche ich denn einen Kollegen, einen Manager, einen Top-Manager, einen Board-Member, wie spreche ich den an? Wie ist der gestrickt? Klar versuchen wir auch die Leute da vorzubereiten, aber die Stärke liegt ja in der Kombination. Dass ich sage, okay, ich habe hier eine kommunikative Herausforderung, ich habe hier eine fachliche Herausforderung und by the way, jetzt muss ich hier noch so ein Logikrätsel lösen und dann ist da noch unten ein Rätsel zum hier Bayer 04, was da jetzt wieder getätigt wurde. Ja, und dann melden sich halt die Fanfraktion, meldet sich dann, ach ja, den rufen wir jetzt mal an, da habe ich noch so einen Namen im Kopf. So, und diese Kombi macht extrem viel Spaß und ist dann letzten Endes, glaube ich, auch einfach immer eine gute Erfahrung. Ja, ich glaube, das ganze Thema hat ja auch ein bisschen an Dynamik gewonnen mit Corona, weil du jetzt halt diese Gamification, also spielerische Kontexte im Business anzuwenden, auch auf vielen User Interfaces hast. Ich weiß noch die Diskussion, die wir vor 10 Jahren hatten, wo es hieß, oh, wir können kein Leaderboard machen, wo die Highscores gezeigt werden, weil das geht dann nur mit Avataren, damit die Mitarbeiter nicht im Klarnamen genannt werden. Es war jetzt nicht bei euch, es war beim anderen Kunden, wo man sich darüber unterhalten hat, ob in einem Innovationswettbewerb intern Mitarbeiter mit Klarnamen genannt werden dürfen. Und natürlich gibt es da berechtigte Mitbestimmungsthemen. Absolut, ja. Ne, wo man die Persönlichkeits- und die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter schützen muss. Aber ich glaube, dass es meiner Wahrnehmung nach eine höhere Offenheit für Gamification gibt. Und natürlich auch das Thema sich inzwischen in deutlich mehr User Interfaces wiederfindet wie in der Vergangenheit. Im Endeffekt ist ja auch so ein Escape Room nichts anderes als eine Form von User Interface. Genau. Und ich glaube auch so in der virtuellen Arbeitswelt, also der Anteil, gerade jetzt in den Wissensberufen, wo wir Arbeiten. eine klare Zunahme haben, dass wir mehr online kommunizieren, zusammenfinden, auch da bringt das ja etwas, diese Erfahrung hier zu machen. Ja? Also wie auch, ich meine, wir haben das ja damals, wir haben ein physisches Konzept, was wir ja haben, und wir haben das ins Virtuelle übertragen. Beides funktioniert wunderbar. Das Physische, würde ich immer sagen, ist noch das Stärkere. Also da, wo du, glaube ich, so
Ja, da wo du dann auch noch mehr Eventcharakter, wahrscheinlich auch mehr Erinnerungen als Teilnehmerin mitnehmen würdest. Bei den virtuellen sind aber auch viele sehr überrascht, was Wie in so gut einer das funktioniert. Teamsession alles funktioniert und welche Erfahrungen man sammelt. Und egal wie du es dann strickst, ne, wir haben dann natürlich so in der letzten Phase, wo wir das benutzt haben, dann auch viel mit Teamretrospektiven verbunden. Ja. Einfach auch als Aufsatzpunkt wieder für Teams, hey, denkt doch nochmal drüber nach, was ihr jetzt an guten Verhaltensweisen gesehen habt, die euch helfen, euch da noch weiterzuentwickeln, noch performanter zu werden. Und guckt nach, wo sind Dinge, genau, wo sind dann halt so Dinge, die euch vielleicht jetzt so gestört haben oder wo ihr denkt, ja, machen Ja. wir nächstes Mal anders, auch im wahren Arbeitsleben. Also Punkt Ne? Skalierung hast du ja auch gerade so indirekt angesprochen. Ich Ja. glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich meine, wir werden oft gefragt, okay, wieso soll ich das denn als moderierte Variante machen? Ich meine, man kann sich natürlich auch ein Browserspiel bauen lassen. Die Escape Rooms bei uns haben wir auch weiterentwickelt, laufen inzwischen im Browser, aber es ist ganz oft so, dass unsere Kunden sagen, spiel's virtuell. Aber lasst uns zwei, drei Rätsel in so einer haptischen Form mitbringen. Das heißt, wir verteilen dann eigentlich an die Leute, die mitspielen, ein paar haptische Rätsel. Das heißt, du kannst es haptisch lösen oder virtuell im Raum, um aber auch diese zusätzlichen Sinneswahrnehmungen halt auch zu haben. Absolut, ja. Aber wo siehst du denn einen Anwendungsfall oder wo siehst du Limitierungen auch von reinen Online-Formaten? Ich meine, ein Browser-Game zu programmieren und zu erstellen, kostet jetzt heute auch nicht mehr die Welt, ist aber immer noch deutlich teurer wie so ein Format. Du hast gerade angesprochen, ein physisches Escape Room mit dem Köfferchen, mit dem Roll-Up, mit dem Laptop, mit dem Smartphone, den Meetingraum verunstalten, ja, hat für dich nochmal einen höheren Wirkungsgrad. Wie gesagt, inzwischen haben wir das weiterentwickelt, ein paar haptische Elemente auch bei virtuellen integriert, aber das lässt sich halt deutlich besser skalieren, weil du weißt selber, wie viel, verdammt viel Aufwand das ist, diese ganzen Ja, Materialien herzustellen. genau. Und auch wieder sortiert zurück in den Koffer zu stecken, damit es beim nächsten Mal auch Auch wieder klappt. das an die richtige Stelle, ja, genau. Genau. Also, wo siehst du jetzt beispielsweise auch Anwendungsfelder für spielerisches Lernen in komplett autodidaktischen Formen, wie jetzt in einem Browser-Game, jetzt in Abgrenzung? Also ich glaube, da ist auch ein weiteres Feld. Und wenn ich das so sehe, wie mein Sohn jetzt aufwächst und was ich selber auch sicherlich als Kind Interesse an Computerspielen entwickelt habe, ich glaube, da ist hohes Potenzial in dem Feld. Ne? Ich habe so, es ist immer ganz interessant, ne? Wenn ich jetzt, ich versuche das immer für mich selbst zu ergründen. Ne? Also wenn ich jetzt ein, wie du weißt, bin ich ja passionierter Sportler, da muss mich keiner, also keiner muss mir sagen, Lars, jetzt musst du nochmal zum Sport gehen. Das mache ich aus einem total hohen Eigenantrieb heraus, mache ich selbst. So, wenn es aber so ein Thema ist, wo ich sage jetzt mal, ja, so 70% Interesse habe und dann hilft mir das Ja, okay. Event oder der Moderator. Ich stelle das zum Beispiel fest bei, also zum Beispiel moderiere ich oder führe die durch, was zum Thema Mindfulness, Meditationspraxis, so, die machen wir live. Wenn ich die live mache, kommen die Leute. Wenn ich das jetzt videotapen würde und stelle das einfach nur zur Verfügung auf einer unserer Plattformen, da guckt sich keiner mehr an. Die Klickzahlen sind denkbar gering. Ja? Ich glaube, nur bei diesen Spielen hast du nochmal einen anderen Charakter. Ich glaube, da kannst du halt, wenn du es mit einem geschickten Marketing machst und sehr spielerisch, dass du dir also eine Escape Game, dir so Dinge erarbeiten kannst, dann denke ich, ist ein Riesenpotenzial. Das ist dann für mich auch. Ich glaube sogar, dass das ein Türöffner ist für viele Leute, die sagen, boah, okay, ja, ich bin jetzt, ne, also ich bin vielleicht eher ein Marketingmensch, ich interessiere mich aber für das Thema Business Case oder Finanzen, boah, da gehe ich mal rein. Das wäre vielleicht ein echter Türöffner, Ja. um eine Realsituation durchzuspielen. Das ist auch ganz lustig, jetzt wo du es sagst, Ne? ne? Die Europameisterschaft steht vor der Tür Ja. und es gibt ein großes deutsches Online-Vergleichsportal, ohne jetzt den Namen zu nennen. Ja. Die machen gerade eine riesen Werbekampagne, Ja, indem sie genau. dich zu einem Tippspiel einladen. Ja, genau. Ja, oder wo Ja. du deine eigene Tipprunde machen kannst und dafür kriegst du so ein Trikot, wo aber natürlich dann der Firmenname draufsteht, umsonst zugeschickt. Das ist für die natürlich schon finanzieller Aufwand. Sobald du was Haptisches verschickst, wird es teuer im Marketing. Aber die machen das ja ganz bewusst und stecken da unglaublich viel in diese Schlüsselkampagne zur Europameisterschaft. Es wird die Millionen und einige Millionen kosten mit Sicherheit.
Aber wenn du dann auf, weiß ich nicht, 5 Millionen Trikots auftauchst mit deinem Logo und die Leute tragen es gratis in die Welt, ist natürlich deine Marketingwerbung gut investiert. Wie eine Einkaufstüte, ja. Wie eine Einkaufstüte, ja. Und ich sag mal, das Spielerische zieht. Und das Spielerische kann man hier und da den Spieltrieb des Menschen, den jeder von uns hat, sonst wären wir nicht mehr hier, wecken, nutzen und dadurch eben auch effizienter lernen. Ja, absolut. Und ich denke, das macht absolut Sinn, ja. Was sind denn so deine drei Key Takeaways zum Thema spielerisches Lernen? Also, für mich ist es halt einfach eine sehr schöne Form der Aktivierung. Also, und zwar nicht nur individuell, vor allem in Gruppen. Ich glaube, da die wahre Stärke ist da drin, dass du nicht nur diese Kombination fachinhaltliche Themen mit diesen Metathemen, Gruppendynamik, wie kann ich mich weiterentwickeln, dass du dort nicht nur Anstöße gibst, sondern auch, das führt zu einer, klassischerweise zu so einer Art Selbstbeobachtung und führt zu jedem, der da teilnimmt, zu einer weiter, persönlichen Weiterentwicklung. Das ist eine super Kombi, die ist unschlagbar. Die ist, glaube ich, wichtiger als je zuvor, weil wir nun mal aus starren Hierarchiesystemen immer weiter rausgehen und sag ich mal, Ja, ne? bei Bayer extrem im Moment, ne? Ja, ist aber auch klar. Und ich glaube, da werden auch andere Unternehmen folgen müssen, weil du kommst sonst nicht mehr, wie gesagt, mit der heutigen Welt zurecht. Also starre Hierarchieabläufe dauern einfach zu lange. Sie sind halt zu starr und du wirst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch nicht mehr am Markt sein mit deinen Lösungen. Ne? So. Also von daher, diese Kombination, ne? Das ist das erste Key Takeaway, also diese Aktivierung und diese Kombination. Fachinhalte mit der Gruppe, das halte ich für besonders stark, dass das zu bei jedem Menschen, der teilnimmt, zu Selbstbeobachtung und auch persönlichen Anknüpfungspunkten führt. Wie geht es weiter? Für mich individuell, aber auch im Teamkontext. Ne? So, das sind eigentlich so die stärksten Dinge. Das dritte wäre dann vielleicht, je nachdem, wie man den dann baut, hast du alle Optionen. Also, ne, du hast es eingangs eigentlich schon gesagt, okay, du kannst wirklich seriös fachlich da was dran bauen, dass wirklich und wenn ihr das jetzt gerade messt, auch mit Gehirnströmen, sehr interessant, ne, dass Wissen auch verankert wird und du hast diese Chance der Anwendung. Wo hast du das? Ja? Ich meine, wenn ich überlege, wie ich studiert habe und hier liegen auch ein paar Bücher, aber das Lesen ist ja das eine und das Anwenden das andere. Und wir wissen, dass der Weg dahin sehr, sehr weit ist, gerade wenn es verhaltensweise oder vielleicht auch dann noch um Glaubenssätze geht, die man in sich trägt, die sehr nah an der eigenen Persönlichkeit gestrickt sind, da kleine Schritte zu gehen, die zu verändern, zu gucken und so weiter. Und ich glaube, da hat auch dieser Escape Room extrem Potenzial. On top, es ist, glaube ich, leichte Kost. Ja, also ich glaube, keiner, wenn du sagst Escape Room, dann viele sagen dann, ey, ja, habe ich schon mal gemacht. Finde ich cool. Also ich habe jetzt, hast du schon mal einen kennengelernt, der das jetzt nicht cool fand? Also Nee, absolut nicht. Also ich Also, sag mal, ja. was mich überrascht hat, in den 2010er Jahren gab es halt schon noch so 70%, würde ich mal schätzen, der Leute, die zumindest noch nie einen gespielt haben, aber sie wussten Ja, alle, was es genau. ist. Ja, du Ja, musst das genau. Prinzip nicht mehr erklären. Die wissen es dann von den eigenen Kindern, Ja, die beim genau. Junggesellenabschied waren oder so, ja, Ja, die schon mal ein genau. Escape Room erlebt haben. Und heute ist es, glaube ich, halt noch deutlich weiter verbreitet als noch vor 6, 7 Jahren. Von daher, was immer gut ist, wenn man ein Format nicht erst groß erklären muss, wenn man schon mal ein Grundverständnis dafür hat, um was geht es da. 60 Minuten, ab in den Ja. Raum, als Team eine Aufgabe lösen. Ja. Also die Barriere, sich darauf einzulassen, ist recht, recht gering. Ne? Also spätestens dann, wenn es dann noch so losgeht, dann man wird ja, und das muss ich vielleicht sagen, also ein entscheidender Faktor für mich ist, wo wir gerade noch über Automatisierung gesprochen haben, also wenn du das mit Herzblut auch moderierst, und das merken wir halt auch, du weißt das selber, vom Teilnehmerfeedback, das macht halt auch schon eine Menge aus. Gerade in diesen Live-Szenarien, also ich merke dann schon, okay, die Leute sind auch echt dankbar. Boah, was? So, und ich habe das auch, ich habe auch in die Richtung sogar schriftlich Feedback gekriegt. Da hat dann eine geschrieben, what a lovely product oder boah, wie liebenswert. Also so ein schönes kleines, ne, das ist ja bei uns, dauert das dann eine Stunde in der Regel, ne, so mit Vor- und Abspann, vielleicht 2 Stunden, 1,5, 2 Stunden. Und dann sage ich, boah, cool. Wie einfach, wie cool ist das denn so? Ne? Und die freuen sich total. Und da ist die Moderation natürlich auch wichtig, ne, als Absolut, ja. Teil dieser Geschichte. Aber trotzdem, ich meine, jeder, der gute Computerspiele kennt oder wie die teilweise heutzutage designt sind, das ist halt, also
Also ich, wie gesagt, wir haben noch keinen jetzt vollautomatisiert, aber ich sehe da mega Potenzial. Also. Cool. Ja, dann ganz lieben Dank für deine Zeit, Lars. Und wir sehen uns demnächst bestimmt irgendwo mal wieder im spielerischen Kontext. Wer weiß, vielleicht ja auch bei Bayern 04 im Stadion, beim neuen deutschen Meister. Ist ja auch ein Spiel, Genau. was die Massen begeistert. Und von daher nochmal Genau. ganz lieben Dank für deine Wir Zeit. überlegen jetzt schon, ob wir Double oder Triple T-Shirts bestellen. In Okay, danke. diesem Sinne, danke Ja. dir.